Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video oder einfach mal ein Video auf 5 Pixel und ich lag gerade, wie ihr hier seht. Auf alle Fälle, wir spielen heute das neue Spiel, das rauskam, Turbo Kart Racers. Hoffentlich habe ich, während ich hier spiele, nicht zu großen Läge. Ja, auf alle Fälle, dann suchen wir uns einfach mal hier in der freien Lobby. Gott sei Dank in der freien. Ja, also, das ist wie Mario Kart eigentlich. Alles fast so 100% von Mario Kart abgehaust. Und ich merke gerade, ich habe hier riesigen Lag. Okay, jetzt ist es wieder besser. Ja, okay. Weil eigentlich habe ich hier immer so noch um die 30 FPS, aber während dem Aufnehmen habe ich nicht so. Okay, schauen wir uns alle. Also, gerade eben geht es einigermaßen. Also, ja, wie das ist wie Mario Kart mit verschiedenen Items und all dem. Ich habe mir von gerade eben erst einen neuen blauen Helm gekauft. Ja. Die Stage habe ich ja auch vorhin gespielt. Ja. Auf alle Fälle, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Spiel, finde ich. Oh, komm, Junklad. Junklad. Okay, komm. Komm, irgendwie ist es gerade voll rasant, wenn ich jetzt nicht genau weiß, was auf mich zukommt, weil alles voll laggt und so. Aber ein bisschen weiß ich schon, also hier ist ja das da. Dann kommt danach so ein kleiner Säulenweg hier, der hier. Dann geht es ein bisschen in den Kreis hoch, hier ist Donkey Kong. Ja, okay. Also, es gibt verschiedene Items, zum Beispiel Schneebälle. Die machen halt langsamer und so Zeugs. Dann gibt es da auch noch jetzt blaue, grüne und rote Raketen. Also, das sind wie die bei Mario Kart, die Panzer. Also, grün ist einfach nur eine Rakete, nur die prallt nicht ab, sondern ist einfach nur eine Rakete, die geradeaus nach vorne schießt. Rot ist eine Verfolgungsrakete und blau geht sofort auf den ersten drauf. Und hier seht ihr auch noch verschiedene coole Sounds im Hintergrund, zum Beispiel Tetris immer oder Mario oder Donkey Kong ab und zu vielleicht, glaube ich, keine Ahnung. Also, das zu steuern, das ist eigentlich so, man muss die ganze Zeit nach vorne drücken. Dann gibt man auch Gas, dann links und rechts halt zum Lenken und rechts und hinter zum. Ah, das ist das Squid, ja. Den kriegt man als Item, weil das wie. Ja. Auf alle Fälle. Wow, blauer Panzer! Und ja, also gerade eben bin ich nicht gerade der Beste. Hab's zwar einmal geschafft, Gold zu kriegen, dann einmal Silber. Und dann, wenn, sonst habe ich es nie geschafft. Ich meine nicht Silber, sondern Bronze. Ah, Pilz. Okay. Hoffentlich lernen die Junks jetzt besser auch ein bisschen. War wirklich so, das sieht man jetzt wirklich nicht sehr viel. Okay, kurze Bremse hat gut getan. Also Drift Turbos, die kann man auch mit Shift machen, aber ich benutze nicht so gern den Drift Turbo, weil der ist voll komisch. Und wie ich gerade schon steuere, das finde ich schon komisch, weil normalerweise so habe ich nicht meine drei Finger auf W, A und D, sondern ich habe immer Dings, zwei Finger auf W und Mittelfinger nichts, für nichts Stinkefinger, ja. Den habe ich immer auf den Knopf unter den Escape. Bei mir ist das so ein Kreis, ist oben so ein Kreis und unten diese Halbdreiecke nach oben. Ich bin Zweiter. Ja, also hoffentlich überholen wir den. Wow, yeah! Zum Glück. Oh, ich hätte wieder die andere Route nehmen sollen. Weil die hier, weil die linke Route finde ich besser irgendwie. Komm, oh, ich hätte ihn fast mit meinem Notch-Schwert getroffen. Ja, also dann gibt es hier halt Fragezeichen. Und dann halt Münzen, mit denen kann man sich auch außerhalb dann was kaufen. Dann gibt es irgendwie Daily mit tägliche Missionen und so Zeugs, die sind auch ziemlich lustig. Okay. Also ein F5 an sich, die erste F5, mit der ist eigentlich, finde ich, am leichtesten. Weil das ist dann auch wirklich wie ein Mario Kart irgendwie. Ja, also ma da macht, finde ich, auch am meisten Spaß irgendwie. Ja, Walter. Komm. Yay. Okay, der eine wird von meiner Route. Alter, what the fuck? Ja. Also komm, lag nicht so. Also tut mir leid für diesen Lag. Ich habe versucht auf höhere FPS zu stellen, das ist normal. Aber naja. Das macht es wahrscheinlich alles nur ein bisschen schlimmer.
Ich sollte vielleicht andere Programme, während ich das mache, jedes andere Programm vielleicht ausschalten oder so. Ja, weil gerade eben habe ich schon Lag. Irgendwie bei 13 Spielen habe ich irgendwie mehr Lag. Irgendwie. Ich folge einfach den beiden die ganze Zeit. Und jedes Mal bin ich mal den anderen Weg gefahren, den bin ich noch nie gefahren. Oh, Turbo. Jetzt sind wir bei Donkey Kong. Oh, warte. Ja, also dann, ich will versuchen, vielleicht einen Platz hier in dieser Episode zu bekommen. Hoffentlich ist es dann nicht so großer Lag mehr. Also, ich habe da einen getroffen. Also, wenn ich jetzt schon Zweiter werde, da kann ich dann versuchen, noch beim anderen, dann beim zweiten Rennen einfach mal ein bisschen bei der Aufnahme so Programm und so runterzuschrauben und so. Vielleicht kann ich dann auch mal die Lobby zeigen. Oh, ich bin Erster. Vielleicht war ich sogar Erster. Auf jeden Fall, man kann dann in der Main Lobby, da kann man dann auch immer halt so jetzt sein Kart ausrüsten oder so. Anderes Modell wählen. Die muss man sich aber kaufen. Zwar nicht mit echtem Geld. Für manche braucht man jetzt zwar VIP oder MVP oder was auch immer. Ich bin normal, also habe ich es nicht. Aber naja, das braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Man kann es auch selbst dann holen immer. Wow, der war vor mir. Also dieser Lag, der ist schon ziemlich schlimm. Aber ich schaffe es. Yes! Yay! Ja, also jetzt sehen wir hier alle Rennfahrer noch. Also ja, ich bin Erster geworden, was ziemlich cool ist mit all diesen Lag noch. Was eigentlich ziemlich wunderbar ist. Auf jeden Fall, dieses Spiel macht eigentlich ziemlich viel Spaß. Ja, ich habe Champagner. Und jetzt mein erster, zweiter oder dritter Krieger noch Dings. Ich habe eine Champagner getrunken. Ja, ich habe Basic Dings. Yay, ich bin betrunken. Ich bin Erster. Meine Goldtrophäe. Ich bin Erster. Oh, ja. Okay, jetzt werden wir hier wieder geladen. Also, das seht ihr, ich habe zwei Goldtrophäen, eine Bronze und dann sonst nichts. 15 Laps bis jetzt gespielt, also 5 Rennen. Ja. Also dann, entweder um den Shop reinzukommen, kann man mit dem hier sprechen. Oder man kann einfach auf den gehen, aber ja. Dann kann man hier jetzt all seine Cards auswählen. Die hier hat man am Anfang, die 5. Und dann gibt es hier halt noch andere, die man halt mit Hypixel Credit kaufen muss. Dann ge Roll for Part. Nee. Hey, was denn das eigentlich? Particle Trail Selector. VIP. Nee, ich bin nicht VIP, also kann ich das nicht machen. Horn Selector. Oh, kann seine Hupe. Default Horn. Dann gibt es hier verschiedene Hupen auch noch. Warte. Scrap all parts, also da kann man halt seine Sachen verkaufen, die man nicht braucht. Auf jeden Fall, ich will jetzt mal schauen, was ich bekommen habe, weil ich habe noch eine Basic Frame, also. Ah ja, dieses besser. Ja. Dann gehe ich nochmal zum Junkyard und verkaufe meine andere, weil die ist nur 3. Sir? Ja, ich bin sure. Ich bin mir sicher. Ja, ich habe da 3 für 300 bekommen. Also dann. Wenn ich gleich wieder zurückschaue, ob ich irgendwie versuchen kann, meine FPS hochzuschrauben. Und ja, dann sehen wir uns gleich im nächsten Rennen. Okay, jetzt bin ich zurück und ich weiß jetzt, warum meine FPS die ganze Zeit so gedroppt sind. Und ich hatte noch in meinem Google Chrome, da hatte ich noch einen Livestream offen, wo ich gerade angeschaut habe. Ich bin der Beste. Jetzt habe ich Google Chrome ausgemacht, ich habe mein Render-Programm ausgemacht. Ja, auf alle Fälle. Hier, so, das hier ist eigentlich ein ziemlich cooles Spiel. Wir rennen sofort in das nächste rein. Jetzt habe ich auch mal viel, so, zumindest fühlt sich so an, als hätte ich viel mehr FPS. Also ich selbst habe die ganze Zeit noch so ungefähr 30 FPS ungefähr, halt fühlt sich so an. Also ich sehe meist fast alles noch flüssig. Und ja. Okay. Welcome. Also ja, jetzt kann ich vielleicht auch Driften machen. Also, wenn es jetzt laggt, ist es vielleicht nur noch ein bisschen wegen Dings-Lag, halt Internet-Lag. Aber dieses Spiel ist wirklich eins der besten Spiele, die ich je gesehen habe, finde ich.
Yay, mein Kopf ist direkt rum. Set. Da! Ja, also, wenn ihr vielleicht mal das hier mit mir spielen wollt, dann schreibt auch mal einfach in die Kommentare. Vielleicht würde ich sogar einen Livestream machen, hätte ich Lust. Plus, ich habe eigentlich die ganze Zeit Lust. Plus, wenn meine Schwester jetzt nicht gerade im Haus ist, weil sie spielt auch gerne die ganze Zeit Final Fantasy. Ja, komm. Das ist jetzt echt scheiße, wenn ich hier runterfall. Also, nein, meine Schwester spielt halt auch gern Final Fantasy und sie mag halt auch nicht sehr gern den Lag. Und ich weiß nicht mal, ob ich da Lag hätte. Ja, will ich gar nicht darauf eingehen, auf meine Schwester, weil ich weiß nicht, ob sie das überhaupt will. Naja, sie ist meine große Schwester, ja. Habt ihr wahrscheinlich schon viel gehört, ja. Ich bin auf Drogen. Eigentlich wäre ich Regenbogen, aber das ist leider nicht Mario Kart. Deswegen bin ich nicht Regenbogen. Da-da. Danger! Danger Stranger. Komm, ist ein bisschen hart. Ja, das ist ja auch ab und zu mal bei Dings, Escapists. Ich weiß nicht, ob ich Escapist irgendwie weitermachen will, weil ich habe mir zwar nur die Character-Version runtergeladen, aber irgendwie macht es mir nicht so viel Spaß. Irgendwie. Das ist einfach irgendwie so ein Gefühl. Irgendwie will ich es machen, aber irgendwie auch nicht. Ja, also da. Aber Minecraft ist irgendwie immer das so, wenn was Neues rauskommt, da will man das einfach wieder machen. Weil auf 1.9 habe ich auch riesigen Hype. Da werde ich wahrscheinlich auch dann eine Survival-Serie machen. Für einer der ersten. So, wow, war das knapp. Will vielleicht einer der ersten sein, die auch eine Survival-Serie davon machen. Hey, ein Livestream, das wäre cool davon. Müsste ich zwar noch ein bisschen mit meiner Schwester sprechen, aber das wäre eigentlich ziemlich cool, ein Livestream, oder? Also, da muss ich halt auch noch mit meinem Vater sprechen, weil der muss halt auch ab und zu mal von daheim arbeiten. Er arbeitet bei Capgemini. Warum laufe ich das eigentlich die ganze Zeit? Also, naja, also Black Widow has taken the lead. Ich glaube, die ist aber in der Firm. Ah, Brightness. Ah, zum Glück hat mich das nicht getroffen, die Bombe da vorne. Also am besten ist es, wenn man halt einfach gerade ein bisschen eher hochschießt, dass es bloß nicht gegen die Strecke knallt. Weil sonst ist es halt schlecht, wenn das deine Bombe gegen die Strecke knallt und ich crashe hier die ganze Zeit. Ich sollte mal los von vorne lassen und auch mal rückwärts versuchen. Okay, ich bin Achter. Da. Mal wieder bin ich auf Drogen. Ich mag Züge. Da. Aber wenn man letztes kriegt, dann irgendwie schon coole Items. Ja, okay. Also, ne? Ah, Internet lag, Vater. Au! Komm. Also gerade eben bin ich jetzt nicht gerade der Beste, aber naja. Was soll man sagen? Man ist ja nicht immer der Perfekte. Naja, jetzt auch nicht in der Fuhre. Ja. Der gelbe Wagen, das sieht cool aus. Hoffentlich habe ich auch eine Version, die ich zur Verfügung habe. Alter, lag noch mehr. Also, ich habe nur vier Balkenverbindungen. Ich glaube, das liegt auch vielleicht diesen Redstone-Lied. Ich hoffe, das ist nicht mit Redstone, weil sonst kann wirklich Riesen-Lag ja dafür verursacht werden. Alter, war ein fliegender Stock. Wow. Also hier werde ich so definitiv nicht Erster. Ja, okay. Yellow! Gold Mushroom! Yeah, ich bin Achter! Mein Wagen. Ja. Ich war die 5. Ich bin die Nummer 5. Ich habe sogar ein Ding bekommen. Ja, ich habe ein Stellar Super Engine. Super. Hallo. Ich habe einen blauen Helm. Bank, 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 bank. Aber ich bin da gleich wieder zurück.
Okay, ich bin wieder zurück. Und jetzt habe ich mir diesen gelben Wagen geholt, den ich so cool fand. Ja. Und ja, das ist halt. Ah, das ist okay. Alter, warum dürfte ich so weit zur Seite ab? Also, ich habe mir auch da. Warte, da. Oh, ich bin da umgefahren, cool. Also, ich habe mir jetzt ein paar meiner Dings, Items und so geändert. So, die ich jetzt für meinen Wagen habe. Und bis jetzt funktionieren die eigentlich ziemlich gut. Hab eins ist halt mehr Handling. Ja, ich habe auch für eins gerollt halt. Item. Okay. Also, da. Super Baggy Ranger. Wow! Alter, man spielt nicht mit TNT rum. Nur ich darf das, verstanden? Nur ich darf das, denn ich habe sogar von geschafft, einen Server zu zerstören damit. Meinen Server zu zerstören damit. Also darfst du es nicht machen. Nur ich. Nur ich darf das machen. Weil ich kann gut damit umgehen. Ich habe sogar meinen Server damit zerstört. Besser gesagt, ich und der Mr. X haben da mal TNT gesetzt und da circa, warte. Es werden mehr als 256.000 Blöcke TNT. Ich habe Slash Fill benutzt. Wow, also lag. Nicht zu weit nach rechts. Walter. Lag doch nicht so. Also die meisten Spiele, die kann man wirklich nur spielen, hat man keinen Lag irgendwie. Na, Build Battle, ja. Wir haben schon Leute da rein. Yeah. Niemand getroffen. Okay, wenn ich jetzt noch einen Rang bekomme, weil ich will versuchen, noch einen Rang zu bekommen. Also jetzt sind wir Lab 2. Mal sehen. Noch eine coole Brücke wieder. Also, die Leute, die diese Map hier machen, die sind einfach nur Genies. Ich würde mich auch gerne irgendwie, weil bei irgendeinem Server, der jetzt beliebt ist, für Bilder irgendwie eintragen. Weil Bilder bauen kann ich eigentlich ziemlich gut. Naja, wenn ich irgendwas anfange zu bauen, verkünstle ich mich immer. Also weiß man, dass ich gut bauen kann. Ja, also. Naja, aber ich verkünstle mich wirklich bei fast jedem immer. Weil zum Beispiel, ich habe da ja auch letztens mal Terraria. Ha ja, nicht Har Mario, nicht Terraria. Ich meine Minecraft Hardcore ein Intro hochgeladen. Vielleicht auch schon die erste Episode, keine Ahnung. Und da habe ich halt. Da gehe halt am Anfang halt aus so ein Haus raus. So ein einfach nur so ein kleines Holzhaus. Sieht auch leicht aus wie eine Kirche. Und das Beste ist, innen habe ich wirklich ein ganzes Haus eingerichtet. Ja, das sieht man, wie sehr ich mich für gern verkünstle. Auf alle Fälle, ja. Dann sind wir einfach mal hier beim Hochfahren. Wow! Da ist eine Dingsluft. Not another blue shell. Not another blue shell. I'm the first place I beacon. Okay, ernsthaft. Zweimal von demselben getroffen. Wow, knapp. Hinter mir. Also irgendwie ist das Spiel aber wirklich schon ziemlich cool. Und da ich zurzeit nicht Mario Kart 8 spielen kann, weil ich es nicht finde. Und neues DLC, für das ich bezahlt habe, nicht benutzen kann. Ist das hier eine gute Entschädigung, finde ich irgendwie für mich ein bisschen. Ehrlich gesagt, ich sage meinen Gedanken so, dass ich fröhlich bin, dass ich nicht zumindest nicht Mario Kart, zumindest eine Art Mario Kart habe. Weil Mario Kart 8, das finde ich schon ein cooles Spiel. Ich habe da, glaub mal, früher, als ich es bekommen habe, habe ich noch mit meinem 3DS aufgenommen. Da habe ich so ein Unboxing gemacht. Ja, also. Boah, gut ausgewichen. Also, in Dings First Person, da kann man irgendwie besser ausweichen, finde ich. Hoffentlich werde ich Zweiter, weil dann habe ich meinen ersten Silber bekommen. Headless Burn. Oh Gott, ich habe gut gelenkt. Ja, mal sehen. Oh komm, ich muss erst mal sein. I wanna be the very best, like no one ever was. Dann schnappe ich die mir. Kenne die Gefahr. Pokémon, gotta catch 'em all.
Gotta catch him all, gotta catch him all, Pokémon. Würde ich dafür Copyright kriegen, nur weil ich das Ding. Also erster oder zweiter will ich werden, weil zweiter, da hätte ich zumindest schon mal einen Silberpokal mal. Ja, ich werde zweiter. Also ich bin zweiter. Ja, GG. Also könnte man hier auch einfach nur so zuschauen, ohne das halt zu machen. Oder ja, das war eigentlich ziemlich cool. 3, 2, 1. Ja, hoffentlich kriege ich irgendwie eine Art Item oder sowas. Ja, ich habe einen zweiten. Oh, ich habe wieder ein Basic. Der hat zwar auch die Champagne getrunken. Ja, also dann, ich glaube, ich beende mal diese Episode hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr mehr sagen würdet, lasst ein Like, Kommi, ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Adios, Samiras.